Hey, Mahlzeit, Leute. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hillbilly TV am Feierabend. Ach, noch schön Feierabendtischen drin. Denn ich will euch heute wieder ein neues Messer vorstellen. Und zwar das Beilaco Paramilitary 2. Ja, Moment mal, das hat man doch schon. Nee, war ein Spaß. Heute ist es soweit. Das ein Jahr YouTube Hillbilly TV Spezial Giveaway startet. Obwohl, ich habe mir überlegt, momentan laufen so viele Giveaways. Wäre es dann nicht geschickter, wir verschieben das Ganze vielleicht so im Winter rein. Wenn da wieder nichts abgeht, dann kann man da nochmal eins aufpalten, sozusagen als Weihnachts-Giveaway. Finde ich eine gute Idee. Zeige ich hier lieber noch ein bisschen das Messer. Schön, dass ihr die letzten 12 Monate Hillbilly TV geguckt habt und wir sehen also uns wieder an Weihnachten zum Weihnachts-Special Giveaway. Also, ciao. Nee, war natürlich bloß Spaß. Ich mag ja die Giveaways, wenn nicht noch mehr wie ihr. Darum machen wir die ja. Nee, heute gibt es das Giveaway. Spaß beiseite. Wahrscheinlich habe ich schon wieder 5 Daumen nach unten, weil jemand keinen Spaß versteht. Aber was soll's, ist mir gerade egal, ich mache es trotzdem. Ein Jahr YouTube. Naja, war eine lustige Geschichte. Ein Haufen neuer Leute kennengelernt, ein paar neue Ideen, Lebensgewohnheiten. Ihr seid ganz schön leidensfähig. Ein Jahr lang meine Videos angucken. Einer hat letztens drunter geschrieben, ich habe alle 330 Videos gesehen, da fand ich echt stark von dir. Also, wir werden mal den Leidensdruck noch ein bisschen erhöhen und noch ein paar Videos für den Rest des Jahres rauspressen. Aber wirklich Hammer, ey. 375 Abonnenten sind es, glaube ich, gerade und irgendwas 335 Videos und über 350.000 Videozugriffe in einem Jahr. Das ist wirklich der Hammer. Also habe ich nie mit gerechnet. Danke an alle Abonnenten und auch Leute, die so immer vorbeischauen. Hätte wirklich nicht gedacht, dass da so viel los ist und man so viele interessante Leute kennenlernt. Coole Sache. Ich zeige es jetzt jeden Tag, bis du es kaufst. Okay, Spaß beiseite. Thema kriege ich ja immer wieder so ein bisschen am Rande mit von meinem Bruder. Thema Sicherheit. Jedes Mal, wenn ein Krankenwagen durch die Stadt fährt, denkt man wieder, oh, da ist wieder was passiert, Unfall oder sonst was. Aber was? Die meisten Sachen passieren im Haushalt. Also Leute, der gefährlichste Fleck daheim. Sofort raus im Wald. Nee, Spaß beiseite. Nee, kleines Thema Sicherheit. Was macht ihr für die Sicherheit? Das fängt beim kleinen Pflaster im Geldbeutel mit an unterwegs und endet wahrscheinlich bei einem Rotkreuzkurs beim DRK oder irgend sowas. Erzählt mal ein bisschen was drüber, macht mal eine kleine Videoantwort. Was macht ihr für die Sicherheit? Ich habe zum Beispiel überall an den Decken Rauchmelder installiert. Die Dinger retten wirklich Leben. Erst im Winter hat es hier bei einer Familie gebrannt und die konnten im letzten Augenblick noch zum Teil auch dank durch Rauchmelder noch aus dem Fenster in den Schnee springen und sind wenigstens mit heiler Haut davon gekommen. Ich habe einen Feuerlöscher im Hausgang, eine Rettungsdecke hängt da noch mit bei. Ich habe immer so ein kleines Erste-Hilfe-Kit mit dabei. Bloß was ich eigentlich schon lang machen will und immer wieder vor mir herschiebe, ist wegen so mal so ein Erste-Hilfe-Kurs. Ich habe mal einen gemacht vor Gottes Willen. 20 Jahren zum Führerschein, da musste man, glaube ich, so einen kleinen Erste-Hilfe-Kurs machen. Bei der Armee habe ich leider geschwänzt. Da war ich auf Fahrschule, als man die ganze Kompanie ausgebildet hat in Erste Hilfe. Und das wollte ich in der Firma machen, aber da hat es geheißen, die sind schon, wir haben schon genug Ersthelfer in der Firma, vielleicht nächstes Jahr wieder, ja mal schauen. Vielleicht gibt es ja da was, dass man da mal sich ausbilden kann. Das ist nämlich gar nicht so schlecht. Erzählt mal darüber, was macht ihr zum Thema Sicherheit? Seid ihr vielleicht in der Feuerwehr, in der DLRG, was weiß ich, manche Leute in der Bergwacht oder seid ihr Sanitäter am Wochenende beim Roten Kreuz oder habt ihr einfach nur zweiten Verbandskasten im Auto oder keine Ahnung, habt ihr zu Hause was aufhängen? Das kleine Erste-Hilfe-Kit in eurem Outdoor-Rucksack dabei? Haben bestimmt ein paar seit meinem letzten Pflaster verteilen, Giveaway. Erzählt einfach mal,
Was macht ihr für die Sicherheit, weil ihr den ganzen Tag ja sowieso immer gefährliche Taschenmesser dabei habt? Wie gesagt, da gibt es Sicherheit, ist überall notwendig. Es ist so schnell, was passiert. Erlebt man immer wieder, mal einmal kurz nicht aufgepasst und schon ist was passiert. Und da ist es oftmals besser, Vorsorge zu treffen wie Nachsorge. So nach dem Motto, ne? 5 Bier für Sägewerk, das kommt dann als nicht so gut. Gerade Betriebsunfälle, immer schön aufpassen. Darum das kleine Thema für das diesmalige Giveaway. Erzählt mir kurz was zum Thema Sicherheit. Was macht ihr für Sicherheit, für die Sicherheit in eurem Umfeld? Seid ihr vielleicht auch einer von diesen Ersthelfern im Betrieb? Seid ihr Sani? Habt ihr auch, was weiß ich, Rauchmelder an der Decke? Oder habt ihr immer ein Verbandspäckchen in eurem Rucksack dabei? Da gibt es mit Sicherheit viele Sachen, wo man da ein bisschen was zum Thema Sicherheit erklären kann. Ist vielleicht kein schlechtes Thema, sich damit mal auseinanderzusetzen. Wer sich noch nie damit beschäftigt hat, mit dem Thema Sicherheit, wäre jetzt vielleicht eine gute Idee. Oder fragt doch auch mal, wenn ihr eine Gruppe seid oder eine Firma, beim örtlichen DRK-Verband nach. Die machen immer wieder Ausbildung für Leute in Firmen und auch privat. Zum Beispiel macht meine Schwägerin hier immer in der Stadt für Kinder Erste-Hilfe-Kurse. Da ist dann meine Kleine immer mit dabei. Und es ist eine wunderbare Sache, wenn selbst kleine Kinder schon was über Sicherheit und Erste-Hilfe lernen. Ist ganz wichtiges Thema, die Erste Hilfe, gerade mal in solchen, sag ich mal, dünn besiedelten Gebieten wie hier im Schwarzwald, wo die medizinische Versorgung nach Unfällen und so immer schwieriger und komplizierter wird, weil es ja kaum noch Krankenhäuser gibt. Hier also in der Stadt hat man auch irgendwann zugemacht. Darum ist es nicht schlecht, wenn sich die Leute damit beschäftigen und was von Erste Hilfe verstehen. Oder wenigstens wissen, wo der nächste Verbandskasten ist. Also, das ist das Thema diesmal. Erzählt mir ein bisschen was zum Thema Sicherheit. Können mit Sicherheit alle davon profitieren und was lernen oder auf Ideen kommen, was man im eigenen Haushalt verbessern könnte. Genau, Thema Sicherheit. Und wir, natürlich gibt es was zu gewinnen, haben ein paar Kleinigkeiten. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Das hier gibt es nicht, das behalte ich selber, da bin ich egoistisch, da kenne ich nichts. Jetzt trinke ich noch meinen Kaffee leer. Und dann gehen wir mal gucken, was wir hier zum einjährigen Hillbilly TV YouTube Special Giveaway ein bisschen gewinnen kann. Also, geht gleich weiter. Oh, herrlich. Safety first. Hier sieht man aber meine Rauchmelder, die ich zum Beispiel in der ganzen Wohnung installiert habe. So, und hier mal unseren Feuerlöscher mit der Rettungsdecke. Direkt im Treppenhaus. Zwar nicht so richtig nur zu jedem, aber dafür für jeden zugänglich im ganzen Haus. Ach, Kaffee ist immer noch nicht ganz leer, aber wir sind hier schon mal am Gabentisch. Der sieht zwar hier noch ein bisschen leer aus, machen wir ein bisschen sauber, aber den werden wir jetzt gleich mal ein bisschen füllen, ne? Weil hier soll keiner mal lochen, ohne dass er was für kriegt, ne? So, Kaffee ist leer. So, da es ja hier zum Thema Sicherheit geht, habe ich als erstes mal hier so eine kleine Wundertüte vorbereitet. Da ist nämlich drin eine ganz coole Broschüre, die es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt. Für den Notfall vorgesorgt. Da habe ich mir mal ein paar kommen lassen, hier reingepackt. Die müsst ihr wirklich mal lesen, ist gar nicht so schlecht. Mit dazu habe ich reingelegt. Hinten eine große Mullkompresse, dazu vorne die Mullbinde, dazu ein, so ein Hygienetuch, die brennen auch wunderbar, kann man gut als Zunder verwenden, ein Pflaster, ein Blasenpflaster für die Leute, die viel draußen unterwegs sind und rumlatschen, noch ein 10 cm so Pflaster, dass man sich zuschneiden kann und noch 2 Meter schwarzes 550er Paracord, damit kann man prima was abbinden, anbinden, umbinden und wenn man sie in der Mitte durchschneidet, kann man sich prima Schnürsenkel für unterwegs machen. Das gibt es einmal, so eine kleine Notfall-Wundertüte mit einem Haufen Infos drin. Und da es ja hier zum Thema Sicherheit geht, ganz wichtig, egal was ihr arbeitet oder tut, schützt eure Hände. Bei einem Unfall mit den Erste-Hilfe-Handschuhen aus eurem Verbandskasten
ganz wichtig wegen Infektionskrankheiten. Und wenn ihr irgendwas schafft, bastelt, schraubt, sägt, schneidet, zieht Sicherheits- oder Arbeitshandschuhe an. Hier habe ich mal gekriegt vom Roten Kreuz, wo die haben mal ein bisschen IT gemacht und ein bisschen Video. Da gab es mal ein schönes Paar Handschuhe. Das sind Größe 8 DRK Einsatzhandschuhe und die sehen echt gut. Das gebe ich euch weiter. Dann ebenfalls ganz wichtig, egal wie Sommer und Winter, wie heißt es immer so schön bei der Armee, außerhalb geschlossener Gebäude, Kopfbedeckung auf. Setzt immer eine Mütze auf, im Winter gegen die Kälte, im Sommer gegen die Sonne. Ihr holt euch eine Gehirnentzündung, ey, ihr seid am Ende. Ihr holt euch einen Sonnenstich, das ist nicht zu spaßen mit einem Sonnenstich. Habt immer eine Kopfbedeckung auf, eine Mütze. Ganz wichtig, darum habe ich hier eine nagelneue M51er Cap. Mal was anderes wie immer die normalen Baseballmützen. Größe ist verstellbar. Material Baumwolle in, was war das, Coyote Braun oder sowas. Ne? Einmal Kopfbedeckung zum Schutz. Da geht es gerade weiter. Was auch ein cooles Teil ist, ich habe selber so eins, ist so ein Skimerktuch. Ebenfalls aus Baumwolle, 1,10 Meter auf 1,10 Meter. Sind eigentlich wunderbare Tücher, luftig, leicht. Ihr habt noch keine Mütze dabei, aber habt vielleicht das im Rucksack, was auch nicht schlecht ist, wenn man dabei hat. Kann man prima, wie die Jungs in der Wüste, einmal Kopftuch dann vorne rum und nach hinten zumachen. Ihr habt einen optimalen Sonnenschutz. Ihr kriegt keinen Sonnenstich, ihr kriegt keinen Sonnenbrand im Genick oder hinter den Ohren. Da vergisst man sich nämlich mal gern einzucremen. Ging es mir letztens auf dem Skistand. Ich habe geglüht wie ein Streifenhörnchen im Dunkeln. Wunderbar. Kann man auch feucht machen. Da kannst du in der größten Hitze, kriegst du keinen Hitzschlag. Und ich trage meins eigentlich immer im Winter. Weil da schneit es mir morgens auf dem Weg zur Arbeit immer oben in den Kragen rein. Ein wunderbares Halstuch, diese Skimex. Schön leicht, kann man auch prima verstauen. Passt wunderbar in jede Tasche, Rucksack. Kann man natürlich auch im Notfall verwenden. Zum was zubinden, abbinden oder hier so als großes Dreieckstuch zu verwenden. Also hier ein nigelnagelneues Skimec in, das war glaube ich Khaki. So, und was ich auch noch cool finde, wenn man jetzt irgendwo hinkommt, ist was passiert, du musst einen Unfallort absichern oder braucht irgendwo Licht oder sonst was, kann man auch prima im Auto deponieren oder im Rucksack. Und das Zeug muss gut sein, es ist nämlich Rambo geprüft, ne? Was ist das? Blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Kennt jeder aus einem gut sortierten Filmfachhandel, alias Rambo 3. Hier, das sind einer dieser Knickstäbchen. Ne? Hier, die kann man, die könnt ihr knicken. Ne? Knicken, schütteln. Wunderbar blaues Licht. Leuchten schön lang. Ist die große Ausführung. 15 x 240 mm. Blaues Licht ist auch immer gut. Ihr seid nachts irgendwo draußen, müsst irgendwo was markieren, Unfallstelle, Auto liegen geblieben, sonst was. Blaues Licht, jeder Verkehrsteilnehmer, der nachts irgendwo blaues Licht sieht, ist vorsichtig, fährt langsamer. So. Das Tolle daran ist jetzt, das sind nicht Einzelpreise hier, sondern das gibt alles zusammen ein Preis. So ein kleines Schütz mich Kit. Und das Coole ist, das gibt es nicht einmal, ne, das gibt es zweimal. Schön noch Rambo Stick. Und weil hier noch Platz auf dem Tisch ist, komm mal zu uns, hau ich das noch ein drittes Mal raus. Da kann dann nachher keiner mehr sagen, jo, ich hatte keine Mütze bei, ne? Hab mir in die Finger geschnitten, ich hatte keine Handschuhe. Dreimal das Hillbilly Überlebensset. Was ihr dafür machen müsst, wisst ihr inzwischen. Macht eine Videoantwort zum Thema Sicherheit. Erzählt was darüber. Wie schützt ihr euch, eure Familie? Ihr seid in einer Rettungsorganisation. Ihr habt erst kürzlich einen Erste-Hilfe-Kurs besucht, weil ihr Führerschein macht. Ihr habt keine Ahnung, seid der Betriebssanitäter im Büro oder ihr geht nie ohne, keine Ahnung, Verbandspäckle im Rucksack aus dem Haus. Da hat mit Sicherheit jeder irgendwas.
dazu zu erzählen. Und unter allen Videoantworten werde ich diese drei Kits verlosen. Entscheidet natürlich wie immer das Los. Da werden wir da wieder eine Glücksfee bestimmen, die den Job übernimmt. Oder eigentlich könnte ich gleich eins von den Dinger im Survival-Buschkraft-Fan schicken, oder? nee, wir losen. Aber wer weiß, so wie er immer Glück hat, die Chancen stehen gut. Also Leute, schön, dass ihr mir immer wieder zuschaut und ihr mich noch nicht satt habt. Ich kann euch versprechen, dass mit den Videos, das geht so weiter. So je nachdem, wie ich Zeit, Lust und Equipment habe. Und es wird mir mit Sicherheit auch wieder mal ein Giveaway geben, sobald es einen Grund dafür gibt. Aber die lassen wir uns schon einfallen. Ich habe nämlich schon was für das nächste Giveaway deponiert. Ist mir letztens noch ein paar Restposten in die Finger gefallen von einem echt coolen kleinen Tool. Aber das machen wir mal, keine Ahnung. Irgendwie so ein, keine Ahnung, was weiß ich. Ach, spätestens Advent. Erste Advent machen wir bestimmt was, ne? Da muss man wieder hier die Dinger aufmachen, hier diese Adventskalender, da machen wir bestimmt irgendeinen Gag. Also Leute, lasst euch dieses kleine Hillbilly Erste-Hilfe-Set nicht entgehen. Macht mit, macht ein Video. Für die, die noch nie ein Video gemacht haben, wird mal Zeit für ein Video. Ihr habt mit Sicherheit irgendwo ein Handy rumfahren mit einer Videofunktion. Macht ein kleines Video, ladet es hoch. Kostet nichts, tut auch nicht weh. Ihr müsst ja nicht unbedingt euer Gesicht in die Kamera halten, so wie ich das immer mache, aber so wie ich schon mitgekriegt habe, ist meine Videokundschaft hier echt leidensfähig. Darum machen wir auch weiter mit Hillbilly TV. Just for fun. Spaß muss im Vordergrund stehen. Also Leute, danke für die letzten 365 Tage. Positive Bewertungen, Daumen hoch und coole Kommentare. Tolle Diskussionen zum Thema Taschenmesser vor allem und zum Bogenschießen. Da kriege ich viele E-Mails von Bogenschützen, die das ganz toll finden, dass ich da immer wieder was mache. Ist auch eine tolle Sportart. Leute, informiert euch, in der Nähe bei euch gibt es mit Sicherheit auch einen Bogenschießverein. Geht da mal hin, schnuppern. Das ist eine ganz tolle Sportart für Jung und Alt und das macht richtig Spaß. Und an alle Taschenmessersammler, wie immer mein Gruß. Haltet eure Taschenmesser schön scharf. In zukünftig auch immer noch schönen Pflaster in der Nähe, man weiß nie. Wir sehen uns bei, na das gibt's nicht. Wir sehen uns hier bald wieder auf dem Kanal, wenn es in die zweite Runde geht mit den nächsten 365 Tagen Hillbilly TV. Also Leute, danke nochmals und tschüss. Wie sagt Stefan immer, ich bin raus. Ciao. Und jetzt Kameras auspacken, losfilmen. Okay, jetzt aber endgültig. Wie war immer? Klotze aus. Ciao.